Also die Chinesen hören auch nicht auf. Ein neues E-Auto nach dem anderen wird da aus dem Ärmel geschüttelt und das auch noch zu, für dortige Verhältnisse, utopisch kleinen Preisen, von denen wir in Deutschland nur träumen können. Das nächste interessante Auto ist also der Chery EQ7, wobei der Name noch nicht fix ist. Und der launcht noch dieses Jahr. Alles, was man aktuell dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Am 12. Juli lief das erste Serienauto des Elektro-SUV EQ7 von Chery offiziell vom Band und wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Darüber hinaus ist EQ7 nur ein vorübergehender Name. Die endgültige Bezeichnung wird in naher Zukunft im Rahmen einer Namenskampagne bekannt gegeben, bei der Chery die Öffentlichkeit bittet, bei der Benennung des EQ7 mitzuhelfen. Der EQ7 ist übrigens nicht nur Cherys erstes Fahrzeug auf Basis einer Voll-Aluminium-Plattform, sondern auch das 660.000. Fahrzeug von Chery New Energy, das offiziell vom Band lief. Der EQ7 übernimmt eine Designsprache namens Super Digital. Mit schlanken geteilten Scheinwerfern auf beiden Seiten, durchgehenden Rücklichtern, einem schwebenden Dach sowie geschwärzten Radblenden und Seitenschwellern, behält aber dennoch die traditionellen Türgriffe bei. Im Innenraum übernimmt der Chery EQ7 das beliebte Dual-Screen-Design für die Instrumententafel und den zentralen Kontrollbildschirm. Das Lenkrad ist unten abgeflacht. Zu den weiteren Innenraumkonfigurationen gehören Sprachsteuerung, Umgebungsbeleuchtung in 64 Farben, ein Luftfiltersystem, automatische Temperaturregelung und mehr als 20 erweiterte Fahrassistenzfunktionen der Stufe 2. Die Sitze sind außerdem serienmäßig mit Heizung, Belüftung, Massage und elektronisch verstellbarer Beinstütze ausgestattet. Das Enercap Smart ist einfach zu bedienen. Ein Knopf und selbsterklärende Anzeigen. Die Einrichtung ist kinderleicht, einfach in die Starkstromsteckdose stecken und los geht's. Mit 11 kW Leistung kann man jedes moderne Elektroauto laden. Das Enercap Smart gibt es übrigens mit App-Anbindung, Tesla-Modus und in 6,5 und 10 Meter Länge. Wenn ihr das Ladekabel haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibungsbox und wenn ihr beim Checkout den Code PROJECTDRIVE eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß mit dem Enercap Smart Ladekabel und weiter geht's. Als mittelgroßes SUV ist der Chery EQ7 4,67 Meter lang, 1,91 Meter breit und 1,66 Meter hoch und der Radstand beträgt 2,83 Meter. Die Kraft kommt von einem 155 kW Hinterradantriebsmotor und einem Lithium-Eisenphosphat-Akku. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h und es stehen 4 Fahrmodi, 3 Lenkmodi und 2 Bremsmodi zur Verfügung. Nach bisherigen Angaben verfügt der EQ7 über eine rein elektrische Reichweite von 512 km nach CLTC. Da er auf einer Voll-Aluminium-Plattform basiert, erreicht die Gesamttorsionssteifigkeit 30.000 Newtonmeter pro Grad und das Gewicht des Karosserierahmens wird um 30% reduziert, was laut Chery die Batterielebensdauer weiter verbessert. Viele technische Daten sind zusammenfassend noch nicht bekannt. Sollte es aber Updates geben, wisst ihr ja, welche Videos ihr schauen müsst. Der Preis wird voraussichtlich bei rund 18.700 Euro beginnen und das Auto wird noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ob der Chery EQ7 oder wie auch immer er in Zukunft heißen wird, auch nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Ihr könnt mir ja eure Vermutungen, was er in Deutschland kosten würde, und das Video schreiben. Wie gefällt euch der Chery EQ7? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!